Hallo? Hört mich jemand? Wo bin ich? Hallo? Hallo, wie bist du in unseren staatlich geprüften Vault eingedrungen? Wie bist du hier reingekommen? Was ist draußen passiert? Und warum bist du hier? Was ist das hier? Das hier ist einer der besten Bunker des ganzen Landes. In diesem können alle Menschen Schutz suchen, die in Gefahr sind. Und wer bist du? Ich bin Ned und verwalte fast das ganze Land. Ich entwickle viele neue Technologien und forsche überall, wo ich kann. Ich freue mich über jeden, der mir hilft, meine Projekte zu verwirklichen. Wenn du hier längere Zeit verbringen möchtest, musst du mir aber bei ein paar kleinen Erledigungen helfen. Und was muss ich dafür machen? Ich brauche einige Lebensmittel und Holz, um den Überlebenden in der schweren Zeit zu helfen. Ich würde dir eine Liste mit den wichtigsten Dingen geben. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Minecraft Vault und wir sind hier direkt bei Ned, unserem Entwicklungstechniker in unserem schönen Bunker hier und wir haben direkt die erste Aufgabe, die heißt, ich brauche Nahrung und dazu brauchen wir, oder müssen wir 10 Äpfel finden, 10 Steaks und ein wenig Holz und da würde ich mal sagen, machen wir uns direkt mal, oh lol, die sind ein wenig verbuggt, aber wir machen es jetzt auf dem Weg, so, jetzt passt wieder alles. Zum Sammeln der Rohstoffe. Das hier ist einmal das kleine zerstörte Dorf ein wenig. So, das hier. Und es wird direkt dunkel. Na toll. Dann, also ich meine, wir sehen in der Nacht wirklich gar nichts. Deswegen müssen wir uns mal überlegen, wie wir es machen. Aber wir sehen uns einfach nach gleich einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt eben gewartet natürlich, bis es Tag wird. Und dann machen wir uns jetzt mal direkt auf den Weg und machen die erste Quest, um eine Daseinsberechtigung im Vault zu erhalten. Damit wir einen Grundstein gelegt haben. Und ich meine hier oben, ja, hier sind direkt Apfelbäume. So, ein Apfel. Und guck mal, wie das sieht mega cool aus, wenn man die Sachen auf den Boden wirft. Das ist so ein cooler Mod. So, hier sind die ersten Äpfel. Hier hat der Baum noch Äpfel. Nö, hat der Baum Äpfel? Auch nicht. So, mal gucken, ist hier noch irgendwo ein Apfelbaum? Oder wir können ja in der Zeit eben noch ein wenig Holz holen. So. Und wir brauchen Oakwood. Ist das? Zählt das unter Oakwood? Bestimmt. Ja. Ah, da sind aber Kühe. Aber ich weiß nicht, ob wir von den paar Kühen Steaks bekommen. So, komm her. Doch. So, noch die Kuh. Jo, genau. So. Wir haben jetzt 8. So, nach längerem Suchen habe ich dann jetzt auch endlich mal was gefunden. Zwar keine Äpfel oder noch Steaks, aber ich habe ein Villager-Dorf gefunden. Und mal gucken, ob hier was drin ist. Ja, nice. Das sind dann die letzten fehlenden Äpfel. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Steaks. Das sollte aber jetzt auch nicht mehr so schwer sein, hier welche zu finden. Und mal gucken, vielleicht hier irgendwo Kühe. Nee. Oh, es wird aus. Oh, hier, gut. Hier sind ein paar Kühe. Das ist gut. Jetzt nur noch zurück. Und dann. Wie viel Fleisch brauche ich? Oh Gott, es wird zu schnell dunkel. Ich muss es echt mich beeilen, zurückzukommen. Mittlerweile ist es schon fast stockdunkel, aber ich bin jetzt hier am kleinen, zerstörten
Dorf angekommen, wo immerhin ein bisschen Licht ist. Oha, da steht schon jemand, aber wir müssen erstmal die Quest hier fertig machen. Und dann können wir uns eigentlich mal mit dem Überlebenden beschäftigen. Mal schauen. Erstmal geben wir die Quest bei Ned ab, auch wenn wir... So. Hier in der Küche müssten wir doch eigentlich braten können. Weil wir brauchen ja Steaks. So. Und dann hier tropft es ein wenig. Das ist auch auf alle Fälle gut. Und so lange kann man sich ja hier einfach hinsetzen. Mal schauen, was noch passiert. Och nee, oder? Okay, dann mache ich jetzt eben einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder sprechen uns, wenn endlich die Steaks fertig sind. Gut, und das letzte Steak ist endlich auch fertig. Jetzt haben wir 10 Steaks. Also ich habe die letzten hier auch noch reingepackt und ich hatte auch gerade, glaube ich, noch eins gegessen. Und hier liegt auch noch eins. Dann haben wir schon mal ein bisschen für Essen vorgesorgt. Und dann können wir mal eben gucken. Okay, wir können die Quest, die erste Quest in Minecraft Vault abgeben und mal schauen. Vielleicht bekommen wir ja noch irgendwas. Danke, dass du mir ein paar meiner wichtigen Lebensmittel gebracht hast. Vielen Dank für deine Hilfe. Komplett. Und jetzt haben wir noch... Toll, jetzt haben wir Eisenschuhe bekommen, obwohl wir schon welche haben. Naja, egal. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für die erste Folge. Und keine Ahnung, warum ich Wasserpartikel um mich habe. Aber wir sehen uns auf alle Fälle in der nächsten Folge wieder. Ihr könnt mir eure Quest-Ideen oder Spieler-Ideen für NPCs in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.